Ja, dieses Wochenende Nürburgring, dritter Lauf Yamaha R6 Cup. Wir wollten euch einfach mal zeigen, wie es hinter den Kulissen aussieht im Yamaha Cup. Wir sind ja vier Fahrer bei uns aus der Gießener Ecke. Das ist zum einen der Bernd Huber, Marc Huber, sein Junior, auch geile Geschichte. Vater und Sohn hat es im R6 Cup noch nie gegeben. Vater und Sohn gleichzeitig im Yamaha Cup. Dann haben wir noch einen Laurenz Rieke und mich als vierten Fahrer aus der Gießener Ecke. Ist einfach geil. Macht super viel Spaß. Ihr wisst ja, Motorradrennen sind Motorräder, die auf der Strecke rundherum fahren, im Kreis fahren, aber es gehört halt noch ein bisschen mehr dazu. Vorbereitung, Nachbereitung, das Ganze von Anfahrt bis Abfahrt, das Ganze drumherum, und da wollten wir euch einfach mal zeigen, wie so ein Wochenende abläuft. Yamaha R6 Cup geht nun in seine, oder ist in seiner 38. Saison. Sprich, es ist der markenälteste Cup, den es gibt. Und das merkt man halt einfach. Die ganze Organisation, das ganze Drumherum ist alles super professionell, top organisiert bis in den letzten Winkel rein. Es bleiben für Fahrer, Helfer, Mechaniker keine Wünsche offen und man hat riesig viel Spaß und lernt auch noch riesig was dabei. Wahnsinn, auf was für ein Niveau hier gefahren wird. Finde ich super, finde ich klasse. Ist ein toller Rahmen, um Motorradrennsport zu betreiben. Auch in einem finanziell anständigen Rahmen, der bezahlbar ist und bezahlbar bleibt.
kurz zu der Größe, wir sind dieses Jahr 39 Starter im Yamaha RSX Cup. Ist eine schöne Sache, so ein großes Fahrerfeld zu haben, einfach weil jeder hat so seine Zweikämpfe, sag ich mal. Wenn du 39 Starter hast, da lernt jeder von jedem irgendwo, sag ich mal. Jeder befindet sich in irgendeiner Kampfgruppe, in irgendeiner Gruppe mit denselben 3-4 Mann, und da kann man sich einfach fahrerisch weiterentwickeln. Man kann sich untereinander austauschen, helfen, Tipps geben. Das Ganze ist hier super familiär. Es macht wahnsinnig viel Spaß. Ist einfach eine geile Nummer. So ein Rennwochenende läuft ab. Wir haben freitags 2 Zeittrainings, Samstag dann nochmal 2 Qualis und Sonntag geht es dann immer ins Rennen. Ist nicht viel Fahrzeit, aber das Schöne ist halt, das findet im Rahmen der IDM statt. Die IDM ist eine super top organisierte Rennklasse. Es wird Zuschauern, Fahrern, Helfern, es wird allen was geboten. Die Superbike-Klassen, die Supersportklassen, jetzt haben sie die neue Super-Naked-Klasse, die hoffentlich nächstes Jahr noch ein paar mehr Starter bekommt, weil es echt eine interessante Geschichte ist. Dann haben sie hier die Moto 3 G6 R Cup, R6 Cup. Also selbst wenn du gerade nicht am Fahren, Basteln oder Schrauben bist oder sonst was, du hast auf der Tribüne immer was zu sehen, immer was zu schauen. Spannende Rennen, schöne Qualis, packende Zweikämpfe, ist einfach geil. So ein actiongeladenes Rennwochenende. Und da wollten wir euch einfach mal einen kleinen Einblick rein verschaffen, damit ihr einfach mal seht, wie geht so ein Rennwochenende ab, wie ist es hinter den Kulissen im Yamaha RSX Cup.